Na, jetzt hat's mich aber mal wieder erwischt. Sowas hatte ich ja lange nicht mehr gehabt. Da kommen Gefühle von Anfang 2010 auf. Soll es wirklich was mit dem neuen Jahrzehnt zu tun haben? Ja. Okay, letztes Update. Während ich auf meine 500 Infrarot-LEDs warte, damit das Projekt hier starten kann. Ja, ich habe da mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich nie wieder so ein Ding mit LEDs besetze und das verlöten werde. Ja, habe ich das schlimme Wort gesagt? Lee! Habe ich nur davon. Naja, jedenfalls das Ding hier hat mich gepackt. Hier neben meiner eigentlichen Aquaponics-Anlage, die jetzt aus ist, ist ja nachts, habe ich noch ein kleines Becken, ne, wo ich nicht so richtig wusste, was ich damit machen sollte. Und habe jetzt hier hinten eine Pflanze reingesetzt. Da bin ich mal gespannt, ob das Licht hier ausreicht, dass die Pflanze wächst. Also der Schnecke, die hier drin ist, der gefällt es gut. Die ist gleich mal hier Richtung Licht gewandert. Die Algen, bin ich auch mal gespannt, ob die dann Richtung Licht wandern, da auf dem Hotspot sozusagen. Und ja, wie habe ich es jetzt so hell bekommen? Hell in Anführungszeichen, aber für das, mit was ich angefangen habe, ist es mit jedem Mal heller geworden. Hier hinten ist der Kondensator. Und ich bin jetzt praktisch von der einen Seite der antiparallelen Seite auf den Plasmaball gegangen und von der anderen Seite der antiparallelen Seite aufs Gehäuse, ja, also auf den Stahl. Ich habe vorhin jetzt ein Lichtmesser mit drunter gehabt, das Luxmeter, und habe mitbekommen, wenn man auf den Stahl geht, anstatt auf den Kohlenstoff, kommt ein bisschen mehr Licht raus. Ja, und wenn man dann nochmal an den Kohlenstoff rangefasst hat, ist es noch heller geworden. Also habe ich gedacht, da muss ja noch irgendwas dann hier ranhängen, und durch Zufall steht hier ein Solarpanel, 62 Volt Dünnschicht, und ihr seht, das ist eigentlich voll im Dunkeln, ja, eigentlich hier drüben sind 3 Watt LEDs, ne, die insgesamt aber nur mit 8 Watt leuchten, und ihr seht, der Kegel ist ja auch nach unten gerichtet und überhaupt nicht auf Solarpanel. Aber trotzdem kommen da im Leerlauf, also im Leerlauf, schon wenn man, ich weiß gar nicht, was im Leerlauf rauskommt, wenn das nicht an ist, kann ich ja mal messen. Ich habe es nur gemessen, nachdem ich das hier angeschalten habe, und da kam schon 9 Volt raus, wo ich mich echt gewundert habe, weil ich gedacht habe, das war defekt. Naja, und dann jedenfalls noch ein bisschen rumgespielt mit einer Supercap-Bank. Das hier sind so 10 Farad Supercaps, 2,7 Volt, alle in Reihe. Die waren bei 3,3 Volt, als ich gestartet habe. Also 3,396, ne, wollen wir genau sein, knapp 3,4 Volt. Und ja, mit dem bisschen, was hier ist, erwartet man ja gar nichts. Ne? Normalfall. Allerdings, nachdem ich mir dann hier eben, ich wollte ja nicht die ganze Zeit hier einen Finger dran haben an dem Ding, ne? Also habe ich aus Juxendallerei hier mal ein Minus angeschlossen vom Solarpanel, und die waren so hell, wie wenn ich rangegriffen hatte. Also musste ich gar nicht mehr rangreifen. Und dann habe ich hier mal die Spannung gemessen am Solarpanel, und da sind gleich mal 3 Volt mehr drauf gewesen, nachdem ich das hier am Minus angeklemmt habe. Ne? Nur am Minus. Jetzt gehen wir praktisch vom Plus und vom Minus direkt, fast direkt auf die Supercap-Bank, weil Atze spielt auch noch mit einer Rolle. Atze, unsere Diskussion über die Dioden hat was gebracht. Ich habe hier Ultrafast, eine Ultrafast 1000 Volt Diode, 1 Ampere noch mit reingemacht in den Minus. Und an der Stelle klappt es. Ne? Die Diode, die kann ich nirgendwo anders reinmachen. Mache ich sie vor Solarpanel, dann werden die LEDs dunkler und es passiert hier nichts. Masse in Plus geht es auch nicht, nur an der Stelle habe ich herausgefunden, steigen die Supercaps. Und das gar nicht mal langsam. Ne? Ich habe gesagt, bei 3,39 Volt habe ich angefangen, jetzt schon mal bei 3,49 Volt.
Und für 10 Fahrradcaps, ne, ich habe schon mit einigen kleinen Solarpanels ein Fahrradcaps geladen. Und das ging bei weitem noch nicht so schnell. Und die hatte ich eigentlich voll beleuchtet. Und hier ist kein Licht drauf. Ne, selbst wenn ich jetzt hier mit meiner. Das bringt nicht viel. Das bringt wirklich nicht viel, wenn ich hier extra noch mit Licht drauf gebe. Also, es hat mich gepackt. Und der Schaltplan kommt gleich. Ja, ich denke, das dürfte passen. Okay, es geht los mit USB, das ist die Quelle. Dann unser USB-Plasmaball und Kohlefaser draufgewickelt. Vom Kohlefaser aus geht's mit einem versilberten Kupferdraht, habe ich da genommen, einen dünnen, auf unsere antiparallelen LEDs. In meinem Fall hier jeweils für 100 Volt ausgelegt und 300 Milliampere können die, glaube ich, maximal ziehen. Da geht es dann von der anderen Seite auf das Edelstahl, also auf meine Tasse, an den Henkel bin ich da gegangen. Hier in der Mitte, das ist Glas, wie gesagt, und in der Mitte habe ich so einen Graphitblock, ne, wo man normalerweise irgendwelche Sachen einschmelzt. Ich glaube, Graphit ist das und Kali-Alaun-Lösung, ne, ist dann überall drin, ne, zwischen Edelstahl und Glas und Glas und Graphit. Na, oben natürlich ein bisschen Platz lassen, dass es oben keinen Kurzschluss macht, aber sonst Kali-Alaun-Lösung drin. Und dann vom Graphitblock, auch wieder mit so einem versilberten Kupferdraht, auf den Minus von der Dünnschicht Solarplatte. Das war eine 1N4007 Ultra Fast. Ne? Da habe ich mit Atze beredet, dass die 75 Nanosekunden schafft und das müsste bei 14 Megahertz, was so eine Tesla-Spule machen kann. Also seine hat es jedenfalls gemacht. Ich habe ja bei einem Plasmaball die Frequenz nicht gemessen. Ganz gut sein. Und von der aus dann auf dem Supercap, also auf die Supercap-Bank bei mir. Ne? 5x 2,7 Volt, 10 Farad Supercaps bei mir in Reihe zusammengeschalten. Ja, während ich das hier gemalt habe, sind vielleicht so 10, 20 Minuten vergangen. Mal gucken, wo unsere Supercap-Bank jetzt ist. 3,536. Ja, und wie gesagt, das ist das Licht, was auf die Solarplatte fällt. Ja, das hier ist jetzt vorne sozusagen. Hier ist das Licht. Da fällt das Licht drauf und lädt jetzt den Supercap. Wenn es das Licht von hier vorne überhaupt ist. Hier ist ja auch noch ein bisschen Licht, aber das ist jetzt hinter der Platte. Und hier ist der USB-Plasma bei. So, gut, das war's zum Abschluss. Seid ihr im Bilde, was mich gepackt hat? Ja, dann bis bald. Haha, hallo mal wieder. Ich habe jetzt mal das Licht ausgeschalten hier draußen. Habe das mal beobachtet. Und von 3,67 auf 3,68 gestiegen, so pendelmäßig. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Zeit, bis es noch höher steigt. Aber das wollte ich wissen. Also selbst bei so fast kompletter Dunkelheit, außer von hinten ein kleines bisschen mit dem Tesla-Licht beleuchtet und den Spitzen, die natürlich höchstwahrscheinlich über die Diode da gleichgerichtet werden. Ach, jetzt seht ihr es sogar. Es ging sogar schneller, als ich gedacht habe. Ist ja heftig. Krass. Das wird sogar noch höher. Na gut, okay. Das war's jetzt aber. Bis bald.